Hallo, grüßt euch miteinander. Herzlich willkommen bei uns in Lindau. Bei mir in meinem Kochfest in der Fleischerei. Dazu habe ich mir überlegt, machen wir einen gepürsten Schweinebauch. Der wird dann nachher gepürst, gespickt mit Knoblauch. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Dazu habe ich jetzt die Kasserole. Da habe ich ganz normal eine Rinderbrühe gekocht. Die gießen wir jetzt eigentlich nur unten rein. Dass ihr auch seht, dass wir hier in Lindau auch eigenes Bier haben, habe ich nur mein Lindauer da. Da gießen wir auch noch einen kleinen Schluck rein. Können wir auch mal einen Schluck trinken, ist auch nicht schlimm. Hätte ein bisschen kälter sein können bei dem schönen Wetter, aber alles gut. Jetzt habe ich hier meinen kleinen Mörser. Da gebe ich Lorbeerblätter, Wacholder und ein paar Nelke rein. Mörse das ganz kurz an, dass es ein kleines bisschen zerkleinert ist und vor allem, dass die Wacholderbeere aufgebrochen sind, weil die geben dann den Geschmack ab. So, dann kommt das auch rein. Dann hauen wir ein bisschen Wurzelgemüse mit dazu. Ganz normal Karotte, Sellerie. Dann habe ich noch schön Petersilienwurzel. Das gibt auch nochmal ein ganz geiles Aroma. Genau. Ein bisschen Lauch können wir auch gleich dazugeben, weil wir dämpfen ja im Prinzip nachher die Haut nur an. Jetzt machen wir gerade noch ein bisschen Zwiebel dazu rein. Und ob ihr das jetzt so schneidet oder in Würfel, das ist eigentlich, spielt nicht die Rolle. Schön verteilen in unserem Bier, in unserer Bierbrühe. So. Genau, beim Schweinebauch auf der Rückseite schauen, dass wir die Knorpel noch mal drin haben. Also mein Metzger hat da ganze Arbeit geleistet, der hat mir sie schon rausgeschnitten, die sind normalerweise da oben drin. Dann würde ich sagen, wir tun bloß ein bisschen Pfeffer dazu hin. Genau, so voilà. Und was wäre ein Schwein ohne Kümmel? Also ein kleines bisschen Kümmel tun wir da schon mal drauf streuen. Damit das Aroma, wenn wir es jetzt nachher gleich in den Ofen schieben, schon mal reingeht in unser Fleisch. Wunderbar. Dann nehmt es dann einfach und setzt ihn so in eine Kasserole. Da gehört noch ein bisschen Thymian dazu. Ist eigentlich auch ganz lecker noch. Genau. Und dann würde ich sagen, dann schiebt man jetzt erstmal in den Ofen. So, jetzt schauen wir uns nach unserem Schweinebauch. Den habe ich jetzt 20 Minuten im Ofen gehabt. Ah, das sieht schon richtig gut aus. Jetzt nehmen wir den, setzen uns den an aufs Brett. Den Sud, den können wir dann später nehmen, so als Sößle oben drüber. Jetzt habe ich hier mein Skalpell. Ich schneide mir den jetzt so ein. Ihr seht schon, die Schwarte geht total geil auseinander. Ich schneide das immer ganz gerne in so einem Rautenmuster, weil wir sind in Lindau und das ist halt auch noch Bayern. Aber ihr könnt es auch gerade schneiden, also jedem überlassen. Jetzt habe ich hier meinen geschälten Knoblauch, weil ich habe euch gesagt, ich pürse ja den Schweinebauch. Jetzt muss ich ein gescheites Werkzeug nehmen. Ich halbiere dann die Knoblauchzehe nochmal. Ich gehe her, schneide mir hier eine kleine Tasche rein und stecke mir die Knoblauchzehe einfach so rein. Und das kannst du unwillkürlich machen, wie du gerade Lust hast. So. Immer schön tief rein und dann kann man das so reinlegen oder reinstecken. Also, jetzt haben wir hier unseren Bauch, wo gepürst ist. Jetzt gehen wir her. Ich habe hier wunderbares grobes Steinsalz. Mit dem gehen wir her und bestreuen unseren Schamott im Ofen. Schöne Schicht reinmachen, das zeige ich euch gerade mal. Einfach schön das Salz verteilen.
So. Und am besten ist wirklich ein grobes Salz dafür herzunehmen. Und dann nehmen wir den Schweinebauch und legen ihn auf der Hautseite, ihr seht es, schön auf unser Salzbeet. Machen zu und nach so 40 Minuten denke ich, dass er perfekt ist. Einfach mal zwischendurch reinschauen, mit der Hitze braucht ihr kein Problem haben. Das haltet uns die Hitze. Ihr macht es am besten hier zu, oben der Kamin zu. Und jetzt haltet er perfekt unsere 180 Grad. Optimal. So, unser Schweinebauch ist nach wie vor im Ofen. Der gart vor sich hin. Zwischenzeitlich machen wir jetzt einen schönen Spitzkohlsalat. Da habe ich einen schönen Spitzkohlsalat vom Gärtner geholt. Ich nehme dann immer ganz gern die äußeren Blätter weg. Sieht dekorativ aus. Dann ganz normal auseinanderschneiden. Dann habe ich hier mein Mega Hobel und dann ganz feine Streifen hobeln. Also in der Zeit, wo wir den Schweinebraten schön im Ofen machen, hat man natürlich genügend Luft nach oben, um die Beilagen zu kümmern. Das mache ich eigentlich auch immer recht gern. Und meistens dann beim Kochen fällt man die unmöglichsten Sachen ein, was man da noch dazu machen könnte. Also wie gesagt, den haben wir jetzt schön in Stiftel gemacht. Jetzt habe ich mir überlegt, wenn ich schon mal mit so einem tollen Ofen was machen darf, machen wir ein paar Äpfel rein. Normalerweise schneide ich die Äpfel einfach so rein, aber wir machen es jetzt ein wenig anders. Wir machen so eine Art Bratapfel. Also die Äpfel ganz normal in Körner. So. Und dann schneide ich die ganz einfach in so Ecke. So, genau. Dann habe ich hier eine Pfanne von der Pfannenfabrik Lindau. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben hier am schönen Bodensee haben ja sogar eine eigene Pfannenfabrik. Ich wusste es bis vor 10 Jahren auch nicht. Aber die sind halt genial und gerade in Kombination mit dem Ofen auf dem Schamott, das ist einfach nur Sensation. Dann habe ich hier einen Weißwein. Natürlich auch vom Bodensee, logisch. Bodensee-Äpfel, Bodensee-Wein, die harmonieren natürlich super. Jetzt marinieren wir das bloß ein bisschen. Dann habe ich hier eine Zimt-Zuckermühle. Damit gebe ich ein bisschen was über die Äpfel. Das karamellisiert uns dann nachher schön im Ofen. Und wir haben doch ein bisschen den Bratapfel, das Flair da drin. Und Apfel und Zimt ist natürlich die Waffe schlechthin. So, jetzt machen wir noch eine kleine Beilage. Da habe ich so Roggensemmel. Die schneidet man einfach ein, aber bitte nicht ganz runter, damit wir ein schönes Muster nachher reinkriegen. Dann drehe es und schneide einfach auch nochmal zweimal. Dann seht ihr, da haben wir lauter so kleine Zupfbrot zum Zupfen. Das gleiche machen wir beim zweiten auch. Prima. Und da dazu habe ich mir jetzt überlegt, nehmen wir einen Backsteinkäse. Klar, ihr müsst ja auch wissen, dass Lindau nicht weit weg ist vom Allgäu. Und das ist jetzt einer, ist also eine richtige Rakete. Da nehme ich das andere Messer dazu. Wir schneiden uns einfach so Scheible, machen halbe und stecken uns das hier so schön in das Brot mit rein. Schaut, so sieht es nachher aus. Jetzt machen wir aber nochmal eins drauf. Wir nehmen jetzt nochmal Äpfel. Weil Apfel und Backstuhlkäse in Kombi ist natürlich auch mega. Aber wie gesagt, ihr könnt euch da, die Idee sind da eigentlich grenzenlos. Ihr könnt da ein paar Käse nehmen, Emmentaler. Schäblettekäse, der jetzt nicht so gerne nehmen, aber einfach euren Lieblingskäse, geht auch wunderbar mit Brie, also mit Camembert. Und dann haben wir das schon so. Und ist eigentlich ganz einfach. Wir setzen es dann wiederum auf eine Gusspfanne und schieben es dann neben unseren Schweinebraten in Marklinger rein. So, jetzt haben wir das so vorbereitet. Jetzt tun wir es natürlich in unseren Ofen.
beides. Stellen wir da vorne her. Schaut, der Schweinebauch sieht doch richtig geil aus. So, jetzt machen wir noch Salatsauce. Ganz klassisch. Salz. Dann nehmen wir immer ganz gern brauner Zucker. So, dann ein bisschen Pfeffer. Also wiederholen halt auch, gell? Und für den Salat habe ich mir jetzt überlegt, nehmen wir einen Honigessig. Der ist einfach sehr lieblich und das passt super zu dem Spitzkohl. Bloß ein kleines Schlückle. So ein Honigbalsamessig. Dann ein bisschen Sonnenblumenöl. Geht natürlich dann auch mit Raps oder mit Olive. Jeder wie er möchte. Und dann einfach recht gut verrühren. Genau, und dann geht man das einfach über unseren Salat rüber, über unseren kochenden Spitzkohl. Bunte schön Untermenge. So. Lassen wir das jetzt einfach mal noch marinieren. Jetzt schaue ich noch mal kurz zu unseren Schichteln da rein. Das sieht eigentlich schon recht gut aus. Die Äpfel dürfen ruhig noch ein kleiner Biss haben. Sonst ist es nachher wie, wenn wir Apfelbrei da reingemacht hätten. Jetzt machen wir aber nochmal was. Ich habe hier schon ein bisschen Konfitüre, ein bisschen angeschmolzen. Die setzen wir uns jetzt nochmal ganz kurz da vorne her. Dass es schön auf Temperatur bleibt. In die dunkle Kuvertüre machen wir jetzt noch ein bisschen Chili rein. Der eine mehr, der andere weniger, jeder wie er es gern mag. Weil was ich mit der nachher vorhabe, das zeige ich euch dann gleich. So, das sieht doch schon mal super aus. Die tun wir uns jetzt einfach mal hier auf die Seite. Jetzt tun wir am besten die Äpfel raus. Cool. Und gerne die noch zu unserem Salat dazu. Unser Brot, ihr seht, der Backsteiner läuft schon wunderbar. Das setzen wir jetzt bis da vorne her. Und jetzt holen wir den Schweinebauch raus. Schatz, so sieht der dann aus. Gepürzt mit unserem Knoblauch. Und jetzt gehen wir her. Jetzt tue ich das erstmal auf die Seite. Das brauchen wir jetzt nochmal. Dann haben wir hier unseren Teller. So. Dann mal ganz kurz den Salat untereinander machen. Den setze ich jetzt in die Mitte. Bisschen nett. Jetzt gehen wir her, schneiden unseren Schweinebauch. So. Dann habe ich immer vor, dass ich mache immer ganz ganze Vierecken. Habt ihr gehört, wie geil das knackt. Und dann gehen wir her, wir haben ja hier unsere Kuvertüre. Nochmal ganz kurz aufrühren. Die muss gar nicht so heiß sein. Dann nehmen wir die untere Seite und setzen das dann so drauf. Und der Schokolade mit der Chili und der Schweinebauch, ich kann euch sagen, es gibt fast nichts Besseres. Jetzt habe ich hier noch ein paar Radiesli. Da gehen wir jetzt her und hobeln die ganz einfach so drüber, dass wir noch mal ein bisschen Frische auf den Teller kriegen. Dann haben wir noch ein bisschen Petersilie. Wir haben ja alles am Start. Das hacke ich noch ganz kurz ein bisschen zusammen. Gar nicht so fein. Darf ruhig ein bisschen grob sein. Einfach so nochmal verteilen. Da haben wir noch ein schönes Lorbeerle. So, jetzt machen wir da noch ein paar Nüsse drauf.
Da habt ihr einen richtig geilen Crunch. Crunch bei den Nüsse, Crunch bei unsere wunderbare Schwarte. Es gibt, ist eine Harmonie, die spricht von. Und da dazu jetzt unsere Backstein-Käse-Semmel. Ihr werdet es lieben. Ist wunderbar, alles zum Vorbereiten. So könnt ihr mir das vorstellen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachkochen, beim Nachbacken, beim Nachgrillen. Lasst euch schmecken und bis ganz bald mal wieder.